Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier die fünfte Antwort auf das fünfte Video von Yunus Peace, wo er irgendwelchen Schwachsinn verbreitet. Hier in dem fünften Video sagt er, dass der Prophet a.s. angeblich einen sufistischen Herrscher, den Erober von Konstantinopel, gelobt haben soll. Und hier im Hadith bei Imam Ahmad überliefert, den er als authentisch klassifiziert hat, also nicht Imam Ahmad, sondern Yunus. In ihm ist eine Person namens Abdullah ibn Bishr al-Khaz'ami und diese Person ist Majhul, sie ist unbekannt und somit ist diese Überlieferungskette authentisch, unauthentisch natürlich, unauthentisch. Und zum Zweiten hat er wieder mal gezeigt, dass er nichts von diesem Fach versteht bzw. keine Ahnung hat, weil er zuerst gesagt hat, es ist ein Hadith sahih und danach hat er gesagt, es hat eine authentische Überlieferungskette und wer Hadithwissenschaft ein bisschen gelernt hat, der weiß, dass dieses zwei verschiedene Dinge sind. Also lasst euch nicht täuschen von irgendwelchen, ja, Assalamu alaikum. لا يثبت لا 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 في ضعف في ضعف فيه ضعف نعم